ab. Lassen Sie mich in Ruhe. Ich will Ihnen nichts tun. Krieg ich einen Kuss? Nee. Gib ihm mal ein bisschen Zeit. Okay. Muss nicht. Wir gehen jetzt erstmal frühstücken. Gut. Bist du? Ja. Ich muss noch kurz zu Paul, ja? Ganz kurz, das ist wichtig. Ich bin gleich wieder da. Ja, da bist du also. Komm her. Der Kaffee ist noch nicht. Ist egal. So wie verabredet, und jetzt gehst du besser. Danke. Was macht sie denn da? Ich weiß es nicht. Es nervt, ich habe heute Schule. Ich hab dich verhört, entschuldigt, ihr beide braucht mal ein bisschen Zeit. Ja, du bekommst den Rest bald. Ich will's aber jetzt. Paul. Das war anders verabredet. Komm, verpiss dich, sonst vergesse ich mich. Nein. So nicht mehr, Paul. Ich lass mich nicht mehr verarschen. Du sollst dich verpissen, habe ich gesagt! Ich geh zu den Bullen, wenn du mir das jetzt nicht gibst. Ich will das jetzt! Zeit. Manu, ich hab heute Fußballtraining, okay? Erst heute Nachmittag. Heißt Paul Selinski, 48 Jahre alt. Seine Frau hat ihn vor einer Dreiviertelstunde so aufgefunden. Sie wartet im Nebenraum. Hallo, Franziska. Hi. Was haben wir denn hier? Erschlagen? Nicht erschlagen, eher geschlagen. Mit einem kantigen Gegenstand, glatte Oberfläche, Metall, Kunststoff. Da die Platzwunde. Er hat offenbar das Gleichgewicht verloren und ist dann mit dem Kopf auf die Tischkante geknallt. Also, erst geschlagen und dann unglücklich gefallen. Wann ist das in etwa passiert? Ist nicht lange her. Heute Morgen zwischen 8:30 und 9:30. Franziska? Ach, danke. Das war in seiner Hosentasche. Stempel von heute Morgen. Wer ist denn das?
ist der Sohn. Ich geh mal. Arbeiten Sie hier? Ich glaube nicht, dass er wirklich tot ist. Ich glaube, Ihre Mutter wird das helfen, wenn Sie reingehen. Und Ihnen vielleicht auch. Ist spät geworden gestern? Hä? Wo waren Sie? Im Exit. Und wann sind Sie da los? Keine Ahnung, so 5. Sag mal, ihr Bullen macht es immer so, oder? Macht einen auf mitfühlend und checkt einen währenddessen die ganze Zeit ab. Ist mein Job. Ja, ich weiß jedenfalls nicht. Hallo, Frau Selinski. Mein Beileid. Sie und Ihr Mann haben die Firma gemeinsam geleitet? Ich bin fürs Geschäftliche verantwortlich und er fürs Kreative. Er war der Fahrradfreak. Ich hatte nicht mal eins, bevor wir uns kennengelernt haben. Wann haben Sie Ihren Mann zuletzt lebend gesehen? Heute früh. Er ist schon ganz zeitig weg. Wann war das genau? Das war, bevor ich um 7 zum Yoga bin, da war er schon los. Noch so eine Bullenfrage. Hatte Ihr Vater Streit mit irgendjemandem? Einem Mitarbeiter zum Beispiel? Mein Vater hatte die ganze Zeit Streit, ja. Mit allen möglichen Leuten. Er war der Chef. Er war ein sehr fordernder Mann. Aber die Leute mochten ihn. Er konnte sie immer gut motivieren. Gibt es Mitarbeiter, die in letzter Zeit entlassen wurden? Dass ein Vertrag nicht verlängert wurde, kam immer mal vor. Aber das war ja friedlich. Wir bräuchten dann bitte den Namen. Entschuldigung. Der Safe, ist der immer auf? Nein, da liegen 50.000 Euro drin. Steht aber offen. Bitte nichts anfassen wegen der Fingerabdrücke. Das Geld ist weg. Wozu haben Sie denn so viel Geld im Safe? Mein Mann wollte ein Fahrrad ersteigern. Für 50.000 Euro? Ja, es war ein Sammlerstück. Angeblich hat es Eddie Merckx gehört. Der Anwärter. Ja, dann. Was ist denn für ein Anwärter? Ein Joshua Todtlinger hat sich auf die Stelle von Lenny beworben. Das ging ja schnell. Was wird denn hier getuschelt? Der Neue. Langsam, junger Mann. Sorry. Ich bin Joshua. Ach, Herr Todtlinger, ja. Schön, das ist Frau Lorenz. Ich bin der Tom. Ja, und ich bin Richard Fuss. Ja, also das weiß doch jeder, wer du bist. Eine Legende. Und sag mal, woran seid ihr gerade dran? Ja, Richard, woran sind wir denn gerade? Ich zeige Ihnen erstmal das Büro. Kommen Sie. Ja, gerne. Eine Legende? Ist das ernsthaft ein Jobanwärter oder der neue Schülerpraktikant? Vielleicht sind wir einfach zu alt. Du vielleicht. Hey. Also, wer war heute Morgen zwischen 8:30 und 8:30 bei Selinski in der Firma? Es gibt keine Kameras. Und die Leute, die im Gebäude waren, wollen nichts gesehen haben. Angeblich waren 50.000 Euro im Tresor, die jetzt verschwunden sind. Da stellt sich doch die Frage, wer außer Eva Selinski wusste noch davon? Was ist, wenn der Selinski sich mit dem Verkäufer des teuren Fahrrads getroffen hat? Ja, ein Streit. Um den Preis. Kupfer? Ach, Herr Todtlinger, haben Sie mal einen Moment? Ja, klar. Ja, bitte nehmen Sie Platz. Wird's jetzt offiziell? Wissen Sie, es gibt ja ein paar Regeln, an die Sie sich halten sollten. Heute hat eine Frau ihren Mann und einen Sohn seinen Vater verloren. Wir nehmen das hier alle sehr ernst und wir verhalten uns auch dementsprechend. Ja, alles klar, verstehe ich. Zweitens, unterbrechen Sie mich nicht. Das mag für Sie altmodisch sein, aber das handhaben wir so. Sie waren IT-Spezialist beim Raub, stimmt's? Ja, aber da war ich einfach nicht richtig. Und warum wollen Sie jetzt zu uns? Ich will nicht, dass die bösen Buben frei rumlaufen.
Die bösen Buben, ja. Ich denke, da reden wir mal ein andermal drüber. Dann schnappen Sie sich doch jetzt mal den Laptop von Herrn Selinski. Da müsste noch in der KT sein. Handydaten und so weiter. Wir müssen unbedingt wissen, ob er schon Kontakt zu einem Verkäufer hatte. Kein Problem. Also, ich werde mir Mühe geben. Das will ich hoffen. Die KTU hat Fingerabdrücke in Selinskis Büro gefunden, die in unserer Datenbank gespeichert waren. Sie stammen von einer Frau, die in der JVA Giesing eingesessen hat, wegen Körperverletzung mit Todesfolge. Sie wurde heute Morgen um 7 Uhr entlassen. Ihr Name ist Franka Thiel, geboren 1985 in Feldmoching. Kein Schulabschluss, eine Lehre im Friseursalon der Eltern hat sie ebenfalls abgebrochen. Tja, was war da noch? Schwanger mit 18, mit dem Vater des Kindes hat sie aber nie zusammengelebt. Vor 4 Jahren ist sie mit einem Café pleite gegangen und ja, danach hat sie in einer kleinen Bäckerei gearbeitet. Ja, und was wollte sie bei Selinski? Ist das nicht klar? Ach, Herr Duttlinger, bitte. Die kommt gerade aus dem Knast. Sie braucht Kohle. Das ist ein Fahrradladen und keine Bank. Woher sollte sie wissen, dass da so viel Geld im Safe liegt? Naja, und woher sollte sie wissen, dass da überhaupt ein Safe ist? Genau. Vielleicht ein Tipp aus dem Knast? Schliemannstraße. Da ist die Bäckerei, in der sie bis zu ihrer Verhaftung gearbeitet hat. Das ist ganz in der Nähe von Selinskis Firma. Also vielleicht kein Zufall, dass sie heute Morgen da war. Sind die neu? Ne. Neu? Cool. Von Manu? Oder? Ja, von Manu. Sieht cool aus. Kannst du den mal einmal kurz rausnehmen? Was? Mal rausnehmen, bitte. Oskar, es war scheiße, dass ich dich so lange alleine gelassen habe. Ja? Und das tut mir total leid und das wird jetzt anders und alles besser. Und wie? Wir wollten doch immer zusammen nach Portugal fliegen, weißt du noch? Das können wir ernst machen. Da kannst du auf dem Atlantik surfen und nicht im Eisbach. Nicht so kalt. Ich surf schon lange nicht mehr. Okay. Gut, dann. Dann was? Ja, dann machen wir was anderes. Wir können ja da auch. Oskar, wo gehst du hin? Ich hab nachher Training. Ich will nach Hause. Franka war heute hier? Mhm. Wie gut kannten Sie Frau Thiel? Wir haben uns ab und zu unterhalten. Ihr Mann auch? Ja, alle hier. Manchmal hat sie uns mit Getränken und Snacks versorgt, wenn es bei uns mal wieder später wurde. Sagen Sie, Frau Selinski, haben Sie eine Idee, wieso Frau Thiel heute Morgen hier war, kurz nach ihrer Entlassung? Nein. Wir hatten ja keinen Kontakt mehr, seit sie ins Gefängnis musste. Kann es sein, dass sie von einem Safe wusste? Ja. So wie alle anderen auch. Wir haben da nie besonders aufgepasst, wenn wir was reingelegt oder rausgenommen haben. Wie kriegt man das denn wieder sauber? Sie kennen sich doch damit aus. Frau Thiel, Manuela Thiel? Ja? Forst von der Kripo München. Wir sind auf der Suche nach Ihrer Schwester, Franka. Die wohnt gerade bei mir, ja. Aber die ist mit ihrem Sohn Oskar unterwegs. Die beiden müssen sich ein bisschen aneinander gewöhnen. Kennen Sie den Mann? Wer ist das? Paul Selinski. Er hat eine Fahrradfirma. Er wurde heute Morgen tot aufgefunden. Vermutlich erschlagen. Ihre Schwester Franka war am Tatort. Grüß Gott, Frau Thiel? Ja, einen Moment bitte. Kannst du mal kurz einmal gegenzeichnen? Na klar. Perfekt. Danke, schönen Tag. Genau, ciao.
Franka wäre dazu gar nicht fähig. Ihre Schwester hat gerade eine Haftstrafe verbüßt. Körperverletzung mit Todesfolge. Ja, aber der Typ hat sie belästigt und sie hat sich einfach nur verteidigt. Sie hat auf ihn eingetreten, als er schon am Boden lag, bis er tot war. Ihre Schwester wurde heute Morgen entlassen. Haben Sie sie abgeholt? Nein, sie ist mit dem Taxi gekommen. Wann war das? Gegen 8:30. Sagen Sie ihr bitte, sie soll sich bei uns melden. Mann, fahr doch! Franka, was soll denn das? Hallo? Franka! Willst du aussteigen? Kannst du jetzt aussteigen? Nee, bleibst hier? Gut. Okay. Alles gut, alles gut, alles gut. Also, die Fahndung ist raus. Wir kennen den Wagen, wir kennen das Kennzeichen. Ist gut möglich, dass die Schwester da auch mit drin hängt. Was ist mit den Selinskis? Gibt es da Mitarbeiter, die irgendwie Grund gehabt hätten? Bisher nichts Auffälliges oder Verdachtsmomente. Auch nicht bei den Mitarbeitern, wo die Verträge nicht verlängert wurden. Okay. Herr Tuttlinger. Ja? Was ist mit dem Fahrrad, das er ersteigern wollte? Haben Sie da was rausgekriegt? Also er hat vorgestern 50.000 Euro in bar von seinem Konto abgehoben und hat im Internet nach Vintage-Rädern gesucht. Kontakt zu Verkäufern? Ja, nicht online, aber vielleicht auf dem Handy. Dafür bräuchte ich aber die Provider-Daten. Ja, dann fordern Sie die an und nehmen Sie mal das Ding da weg, das... Ist ja kein Kinderspielplatz hier. Ja, klar. Ordnung ist das halbe Leben. Ach, dass ich das mal aus deinem Mund hören darf. Fangen wir mal gleich hier an. Hey, schöner Roller. Wir sehen uns in 2 Wochen. Tschüss. Tschüss. Ja. Ich bin's. Franka, wo bist du? Das war ein Bulle. Ich riech das. Was wollte der? Franka Paul ist tot. Komm einfach zurück. Franka? Denken die, dass ich das war? Hm? Komm einfach zurück und red mit denen. Ich geh nicht nochmal in den Knast. Was ist hier los, Franka? Nenn mich nicht immer Franka, ich bin deine Mutter! Ich bin deine Mutter. Mutter, Entschuldigung. Da hinten fährt übrigens der Bus. Falls du zum Training willst, dann kannst du jetzt aussteigen. Selinski war ein Workaholic und bekannt für seine Wutausbrüche. Das hat seine Frau natürlich nicht erwähnt. Aber sein Sohn? Ja, und die Mitarbeiter. Ich habe von einer ehemaligen Assistentin von Selinski gehört, dass er auch handgreiflich werden konnte. Sie wollte ihn anzeigen, hat dann aber letztlich davon abgesehen, als er bereit war, ein Antigewalttraining zu machen. Als Chefs haben sich die beiden Selinskis wohl gut ergänzt. Er war spontan und, wie gesagt, impulsiv. Sie war eher besonnen. Ja, aber es gab viel Streit. Und ich tippe mal, das war im Privaten nicht anders. Was machst du? Es zieht. Was ist mit Janik Selinski? Also vor ein paar Monaten, da hat er zu Hause Party gemacht, als die Eltern nicht da waren. Ja, da musste alles renoviert werden. Ja, das fand der Vater gar nicht witzig. Also er hat seinen Sohn gezwungen, den Schaden abzuarbeiten, und zwar am Empfang in der Firma. Auch eine Erziehungsmethode. Bleib da dran, ja. Außerdem war der Tote heute Morgen sehr früh mit einem Bekannten in einem Coffeeshop. Und die Angestellte dort sagt, dass die beiden sehr heftig miteinander gestritten haben. Konnte sie ihn beschreiben? Ja. Sie wusste auch seinen Namen. Thomas Belko. Er hat ein Fahrradgeschäft in Giesing und plant jetzt einen Indoor-Bike-Park. Kümmer dich drum, ja. Herr Selinski ist vor einem Jahr in Ihrem Projekt eingestiegen. Herr Belko? Entschuldigung. Hatten Sie heute eine Auseinandersetzung? Paul hatte wieder so eine bescheuerte Idee über Nacht. Er wollte neben die Halle ein Motel für die Leute von außerhalb. Dann ist mir der Kragen geplatzt. Dann haben wir gestritten. Den ganzen Weg bis zu seinem Büro haben wir darüber gestritten. Mein Sohn, der wollte Profi werden.
Er lebt nicht mehr. Ich mache das Ganze jetzt auch für ihn. Das tut mir leid. Aber wann waren Sie denn heute im Laden? So gegen 8. Was denken Sie? Dass ich mit ihm in die Firma bin und ihn da ermordet habe. Ist es denn so abwegig, dass der Streit weiterging und eskaliert ist? Ich war sauer auf Paul, ja, aber ich weiß doch, dass Paul mir helfen wollte. Paul wollte, dass das Projekt ein Erfolg wird. Sister, was ist denn das? Ich war immer im Sommer. Als du ganz klein warst, mit Manu und Oma. Kannst dich nicht erinnern? Nee. Das ist jetzt aber nicht dein Ernst, oder? Voran? Ja, ich check gerade, ob Selinski auf Verkaufsplattformen im Netz unterwegs war. Und währenddessen spielen Sie? Ja, das macht den Kopf frei. Ja, Sie fragen sich, ob die Arbeit drunter leidet. Stimmt's? Das hat sich mein Chef beim Raub auch gefragt. Und darum habe ich da mal die Auszeiten der ganzen Abteilung gestoppt. Ach. Und? Die Kollegen hatten alle längere Auszeiten als ich. Die machen sich Kaffee, quatschen, surfen im Internet, telefonieren. Ich kann Ihnen die Ergebnisse zeigen. Herr Voss? Ja. Kann ich die Leiche mal sehen? Ja. Hi. Hallo? Hallo, Franziska. Ja, das ist Herr Tuttlinger. Er will bei uns anfangen, die bösen Buben fangen. Mhm. Er interessiert sich sehr für deine Arbeit. Ah ja, das ist ja nett. Gut. So. Er hat erhöhte Leberwerte. Vermutlich Alkoholabusus. Ja. Irgendwelche Täterspuren? Kommen Sie ruhig näher. Leider nein. Ein Eimer? Nee, danke. Ist alles okay. Was ist das hier? Das ist von dem Fahrradsturz. Ich habe mir die Krankenakte mal schicken lassen. Wie ist er sonst so? Weiß ich noch nicht. Schauen wir mal. Yep. Oh, prima. Bin gleich da. Sie haben die Tatwaffe gefunden. Bis später. Das ist der Prototyp eines neuen Akkus für Elektroräder. Haben die Kollegen im Hausmüll des Gebäudes gefunden. Er wurde abgewischt, aber es war noch DNA von Paul Selinski dran. Aber nicht vom Täter? Nein, leider nicht. Die Anrufliste von Selinski stützt die Aussagen von Belko. Selinski hat seinem Freund nach dem Streit noch ein paar Mal versucht anzurufen. Erfolglos. Überprüf doch mal die Finanzen von Belko. Der Neue hat mir gemailt, dass es keine Hinweise gibt, dass der Selinski einen Bikehändler kontaktiert hat. Wo ist er denn überhaupt? Ich habe ihn rausgeschickt an die frische Luft. Erster Besuch bei Franziska? Ein Freund von Yannick, der hat mir erzählt, dass Yannick keine Lust hatte, beim Vater einzusteigen. Der wollte Reiseblogger werden. Oh. Das wird dem Vater nicht gefallen haben. Ja, eben. Und der hat mir auch erzählt, dass Yannick versucht hat, sich im Club Mut anzutrinken. Und dass er heute Morgen mit seinem Vater reden wollte. Das ist interessant. Ich bin da mal weg. Ich höre mich noch mal in der JVA um. Tu das. Yannick? Ich suche dich. Du fängst nicht auch damit an. Spinnst du? Ich weiß, es ist gerade schwierig, aber das ist keine Lösung. Ich will doch einfach nur entspannen, Alter. Yannick, kommst du mal bitte runter? Kann ich Ihnen was anbieten? Tee oder
Wasser oder? Vielen Dank. Ich habe noch ein paar Fragen an Ihren Sohn. Hallo, Yannick. Ihre Kumpels sagen, dass Sie sehr wütend auf Ihren Vater gewesen sind, weil Sie für die Renovierung des Wohnzimmers aufkommen sollten. Hm. Dabei ist unsere wertvolle Stereoanlage zu Bruch gegangen. Das war das Schlimmste. Ha, dafür so eine Strafe. Also mein Mann meinte, das wäre eine Lektion fürs Leben und so könnte unser Sohn Verantwortung lernen. Stimmt es, dass Sie den Job schmeißen und mit Ihren Freunden nach Indien wollten? Und gestern Nacht, da haben Sie Ihren Freunden versprochen, es Ihrem Vater zu sagen. Ihr Mann wäre da sicher nicht begeistert gewesen. Verstehe ich nicht. Was soll die Frage? Haben Sie heute Morgen Ihrem Vater gesagt, dass Sie sich entschlossen haben, trotz seines Verbotes zu fahren? Yannick hat seinen Vater heute Morgen doch gar nicht gesehen. Sicher? Der Weg vom Club nach Hause führt am Büro vorbei. Sag mal, habt ihr eigentlich die Schwester von Franka Thiel überprüft? Ja. Keine Vorstrafen, auch sonst nichts Auffälliges. Im Vergleich zu ihr führt sie ein geordnetes Leben. Den Friseurladen, den hat sie von der Mutter übernommen, aber der wirft gerade ebenso genug ab. Was schaut der sich denn an? Und, wie läuft's? Haben Sie Spaß? Die Fotos sind von Paul Selinski. Er hat sie in Ordnern abgelegt. Hier, der hier ist Franka. Hier, die sind von ungefähr 3,5 Jahren aufgenommen worden. Ich bin mir sicher, die hatten eine Affäre. Oder sowas. Jetzt verstehe ich auch, warum der Selinski 5-mal auf der Besucherliste der JVA steht. Ich sag dir, die Affäre, die lief noch. So, so. Es tut mir leid wegen eben. Yannick ist gerade in einer schwierigen Phase. Er ist seinem Vater sehr ähnlich. Und die beiden haben einfach sehr viel gestritten. Sekunde. Ja? Ja, klar. Mein Chef würde Sie gern sprechen. Im Präsidium. Wieso das denn? Warum verdächtigen Sie uns eigentlich? Warum verdächtigen Sie nicht Franka Thiel? Sie haben doch selbst gesagt, sie war heute Morgen bei meinem Mann im Büro. Frau Selinski, wir ermitteln in jede Richtung. Franka, hier steht, die suchen dich. Das ist ein Missverständnis. Mann, ich will jetzt wissen, was hier los ist. Nichts. Nichts. Hier steht im Zusammenhang mit dem Tode eines Mannes heute Morgen. War das der Typ, wo wir auf dich gewartet haben? Nee, Oskar, nein. Ganz ehrlich, was bist du eigentlich für eine Mutter? Mach doch deinen Scheiß alleine. Sie haben gelogen, Frau Selinski. Oder wollen Sie ernsthaft behaupten, Sie hätten nichts von der Affäre Ihres Mannes mit Franka Thiel gewusst? Es ging ja nur ein paar Wochen. Mein Mann hatte ab und zu was mit anderen Frauen, ja. Aber wir haben uns geliebt. Deshalb konnten wir uns diesen Freiraum lassen. Die Affären hatten nie was zu bedeuten. Bei Franka Thiel war das offenbar anders. Sonst hätte sie ja nicht an der JVA besucht. Franka war heute Morgen nicht in der Firma, um ihren Mann auszurauben, nein. Sie wollte ihn einfach wiedersehen. Haben Sie die beiden überrascht? Es gab Streit, Ihr Mann wurde sauer. Hören Sie auf, meinen Mann als notorischen Gewalttäter darzustellen. Ja, er hat ab und zu die Beherrschung verloren, aber was ist denn mit Franka Thiel? Die war doch wegen sowas gerade im Gefängnis. Paul hat an sich gearbeitet. Ach, Sie meinen das Anti-Gewalt-Training, das er gemacht hat? Ja. Ich wusste, dass er sie im Gefängnis besucht hat. Ich habe niemals gefragt, warum. Ich habe einfach nicht gefragt. Eifersucht auf Franka Thiel? Kein originelles Motiv, aber ein starkes.
Ist aber vielleicht alles ganz anders. Ich habe mir Belkos Finanzen angesehen. Da scheint alles in Ordnung zu sein. Jedenfalls hat er keine Geldnot. Aber? Ich bin auf etwas sehr Interessantes gestoßen. Belkos Sohn, dessen Andenken er den Bikepark plant, heißt Max Wegner. Max Wegner? Er trägt den Namen der Mutter. Das sagt mir was. Ja, aus der Akte von Franka Thiel. Max Wegner ist der Jugendliche, den Franka Thiel vor 3 Jahren tödlich verletzt hat. Moment. Franka Thiel tötet den Sohn von Belko? Und dessen bester Freund Paul Selinski hat immer noch Kontakt zu ihr? Mhm. Ist doch merkwürdig. Das kann nicht sein. Ich muss mal an die Luft. Können wir nach draußen? Ich kann es nicht verstehen. Ich meine, Paul mochte meinen Sohn. Der hat Max sogar eine Ausbildungsstelle gegeben, obwohl mein Junge nicht ganz einfach war. Aber was wollte Paul von Franka Thiel? Wir dachten eigentlich, Sie könnten uns das sagen. Nach Ihrem Treffen heute Morgen haben Sie Paul Selinski noch bis zu seiner Firma begleitet. Franka Thiel war auch dort. Ist sie Ihnen entgegengekommen? Oder haben Sie vielleicht gesehen, wie sie reingegangen ist? Sie sind nochmal zurück und haben die beiden zusammen gesehen. Nein! Nach dem Tod von Max ist auch Ihre Beziehung in die Brüche gegangen. Franka Thiel hat Ihre Familie zerstört. Ich habe Franka Thiel heute Morgen nicht bemerkt. Ich wusste nicht mal, dass sie wieder draußen ist. Zwischen Franka Thiel und Paul Selinski, da lief immer noch was. Da bin ich sicher. Wenn das der Belko gewusst hat. Das würde auch die 50.000 Euro erklären. Vielleicht waren die als Starthilfe gedacht für ein Leben nach der Haft. Hm. What the fuck? Ah, Herr Todtlinger will uns was sagen. Ja, bitte. Der Selinski hat schon mal 50.000 abgehoben. Wann war das? Am 5. August, vor 3 Jahren. Wenn die auch für Franka Thiel waren, dann wären das ja 100.000 Euro in 3 Jahren. Wofür? Vielleicht hat sie etwas von ihm gewusst. Krumme Geschäfte, Steuerhinterziehung. Ich weiß jetzt, wer Franka Thiel von der JVA abgeholt hat. Und zwar? Ihre Schwester, Manuela Thiel. Wie wär's, wenn Sie uns zur Abwechslung mal die Wahrheit sagen? Sie wurden gesehen. Sie haben Ihre Schwester von der JVA abgeholt und sind dann mit ihr zusammen zur Firma von Selinski gefahren. Was ist dort passiert? Weiß ich nicht. Franka ist da alleine reingegangen. Sie wollte sich 500 Euro leihen, damit sie mich nicht sofort wieder anpumpen muss. 500 Euro? Waren es nicht eher 50.000 Euro? Was? Frau Thiel, Ihre Schwester hat heute Morgen 50.000 Euro von Paul Selinski bekommen und das wahrscheinlich auch nicht zum ersten Mal. Was wissen Sie darüber? Nichts! Franka hatte noch nie in ihrem Leben Geld. Deswegen hat sie sich immer was bei mir geliehen. Auch als sie im Knast war. Oskar! Da bist du ja. Oh. Oh Gott. Ich dachte schon. Oskar, das ist heute Morgen. Pass auf, der Mann heute Morgen, das war ein Freund von mir. Der heißt Paul und der wollte mir einfach Geld leihen, so für den Anfang, weißt du? Und weil ich bei dem im Büro war, sind da jetzt wahrscheinlich so Spuren von mir, die hat die Polizei gefunden. Jetzt denken die, ich war das, aber ich weiß nicht. Mir ist auch klar, dass du mir das jetzt nicht glaubst und dass du sauer auf mich bist. Das ist auch okay, aber ich war es nicht, so ist es einfach. Du kommst ja viel weiter als ich. Ich geh. Hallo. Hi. Ich muss mit deiner Mutter sprechen. Ist die da? Ja.
Eva? Paul und Franka Thiel hatten Kontakt. Wusstest du das? Ja. Ja. Was bedeutet das? Ich weiß nicht, was das bedeutet. Keine Ahnung. Das war doch alles längst vorbei. Aber der besucht sie doch nicht ohne Grund im Knast. Ich kenne aber keinen Grund. Ich habe nicht gefragt. Vielleicht haben sie sich ja wieder füreinander interessiert. Ach. Und dir ist es egal? Nein. Aber ich kann mich nicht um alles gleichzeitig kümmern. Falls es dir entgangen ist, ich bin gerade Witwe geworden. Jannik hat seinen Vater verloren. Ja. In mir brummt der Kopf. Ich will bloß meine Ruhe haben. Aber Eva, ich verstehe es nicht. Ich meine, Paul und du, ihr wart doch immer gut miteinander. Ja, er hatte die Affäre mit der Tier. Aber da ist doch noch was. Da war doch noch was, Eva. Eva, ich finde, ich habe das Recht, die Wahrheit zu erfahren. Jetzt. Es gibt keine Wahrheit zu erfahren. Eva! Hey, du nicht auf mich! Ja, ist gut! Raus! Gehörten die? Das ist egal, die ist nichts für dich. Weg damit jetzt, weg mit der Waffe sofort. Oskar. Manu meint, ich soll zur Polizei gehen, mit denen reden. Wie viel Geld hast du jetzt eigentlich bekommen? So viel, dass du studieren kannst. Und ich kann mich selbstständig machen. Jetzt machst du die Augen zu und schläfst. Zu. Kripo München. Hallo, hier ist Franka Thiel. Frau Thiel? Wo sind Sie? Das ist nicht so wichtig. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich unschuldig bin. Ich war das nicht. Ja? Wiedersehen. Wenn Sie unschuldig sind, warum sind Sie dann vor uns geflüchtet? Panik. Was wollten Sie heute Morgen bei Paul Zielinski? Er war mehr als nur ein Freund, habe ich recht? Nee, das ist schon lange vorbei. Hören Sie, da war noch jemand im Büro heute Morgen. Wer? Wen haben Sie gesehen? Ich habe niemanden gesehen, aber ich habe was gehört. Hören Sie zu, Frau Thiel. Ich habe keine Ahnung, ob Sie Paul Zielinski getötet haben oder nicht. Aber ich weiß, dass Sie sich mit 50.000 Euro aus dem Staub gemacht haben. Das Geld, das stand mir zu. Das war ein Freundschaftsdienst. Sie haben von Zielinski schon mal 50.000 bekommen. Vor 3 Jahren. Hören Sie, ich habe doch gerade gesagt, dass ich es nicht gewesen bin. Wieso stehen die Ihnen zu? Wofür haben Sie das Geld bekommen?
Hören Sie zu, Frau Thiel, ich mache Ihnen einen Vorschlag, ja? Sie sagen mir jetzt, wo Sie sind. Ich komme zu Ihnen allein, versprochen. Und dann können wir ganz in Ruhe reden. Was halten Sie davon? Sie hat dich gestern Abend angerufen? Ja. Morgen. Morgen. Und dann hat sie einfach aufgelegt. Ja. Ja, aber wenn sie unschuldig ist, wieso macht sie das? Ich habe keine Ahnung. Blöd, dass wir sie nicht orten können. Wir können es ja vielleicht mal über den Sohn versuchen. Und wie? Ja, der Sohn zockt. Das weiß ich von den Social-Media-Profilen seiner Tante. Da trägt er nämlich auf den Fotos immer T-Shirts mit Gamefiguren drauf. Schick. Aber wir können so vielleicht die beiden finden. Ich habe keine Ahnung, was Sie vorhaben, aber versuchen Sie es mal. Oskar, du fährst nach Hause heute und nimmst es mit. Du hast jetzt nicht wieder ab, oder? Nee. Aber ich muss was klären, alleine. Pack's ein. Wir gehen zum Bus. Aber das hatte dieser Typ doch nicht einfach so gesehen. Oskar, bitte hör auf, mich sowas zu fragen. Es ist doch egal, warum. Es ist egal, warum wir das haben. Wir haben's, das ist unseres. Ich hab das für dich. Du weißt überhaupt nicht, wie scheiße das ist, immer jemand anderem auf der Tasche zu liegen. Und jetzt habe ich's. Ich kann dir alles kaufen, was du willst. Weißt du, ich kann dir die Kopfhörer kaufen oder das Handy, wenn du es brauchst. Und es ist schön. Und pack bitte einfach ein und hol deine Sachen. Ich bin nicht zum Bus. Los. Du bist doch crazy. Mama, ich will nicht, dass du wieder so lange weg bist. Ist nicht lang. Du kannst ruhig gehen. Ich krieg das hin. Nee, ich warte mit dir. Mama, du wirst gesucht. Hm? Ist vielleicht besser. Okay. Du weißt, wo der fährt, ne? Auf die Uhr guckst du mal zwischendurch. Okay. Mama, mach keinen Scheiß, okay? Versprochen. Stimmt das, was der gestern gesagt hat? Sag mal, wie hast du das nur ausgehalten, dass Papa immer fremdgegangen ist? Ich frage mich eher, wie ich es aushalten konnte, dass ihm immer wieder die Hand ausgerutscht ist bei dir. Nein, nicht nur bei mir die Hand ausgerutscht. Weißt du, ich habe mich damit abgefunden, dass Papa krank war. Der hat sich einfach nicht unter Kontrolle gehabt. Wie bei so einem Alkoholiker. Es tut mir leid. Es tut mir furchtbar leid, dass ich dich davon nicht beschützen konnte. Frau Thiel. Heute ist Ruhetag. Frau Thiel, ich möchte Sie nur was fragen. Frau Thiel, bitte. Frau Thiel? Nur eine Frage, dann bin ich weg, ja? Was wissen Sie von Frankas Verbindung zu Paul Selinski? Was lief da? Sie wollte sich gestern Morgen Geld von ihm leihen, aber mehr weiß ich wirklich nicht. Ich glaube Ihnen kein Wort. Ihre Schwester ist schuld am Tod von meinem Sohn. Herr Belko, es tut mir leid. Sie hat ihn getreten, bis er tot war.
Was ist die denn für ein Mensch? Sie bringen mich jetzt zu Ihrer Schwester. Kommen Sie. Hinten raus. Oskar Thiel steht zurzeit total auf Fantasy Underground. Ah, er ist sogar schon online. Sie müssen ihn in ein Gespräch verwickeln. Ich weiß, dass er irgendwo außerhalb ist. Irgendwo draußen. Das heißt draußen im Garten, oder wie? Mann, der ist echt schwer zu knacken. Der Boss? Ist das Ihr Name in dem Spiel? Mhm. Nicht schlecht. Ah, hier. Er ist an einem See. Tja, es gibt ja nur etwa 350 Seen im Umkreis von München. Schon weird, Leute so auszuspionieren. Alles ruhig. Nur Flugzeuge, aber die sind leise. Segelflugzeuge? Ein See und ein Segelflughafen. Ich glaube, ich weiß, wo das ist. Was? Was lief zwischen Ihnen und Paul? Warum hat er Sie im Knast besucht? Sie lassen jetzt Manuela los. Und rühren Sie mich nicht an! Sie lassen sie jetzt los. Sie haben vor Gericht ausgesagt, mein Sohn hätte Sie angegriffen. Max war bestimmt kein Heiliger, aber angegriffen hätte er Sie nicht. Danke, bitte sag ihm, wie es war. Sie kriegen mich nicht! Geh da rein, geh rein! Zurück. Da steht ein Auto. Das ist doch Manuela Thiel. Was? Ja, das ist sie. Was machen Sie denn hier? Wo ist denn Ihre Schwester? Sie wussten die ganze Zeit, dass Franka hier ist. Stimmt's? Ich wusste nicht, dass sie so ausrastet. Lassen Sie mich in Ruhe. Ich will Ihnen nichts tun. Aber hauen Sie ab jetzt. Ich habe mit dem Tod von Ihrem Sohn nichts zu tun. Fragen Sie mal Frau Selinski. Thiel ist abgehauen. Also, Tabelko hat alles vermasselt. Sieht ganz so aus, ja. Was wollte er denn von Franka Thiel? Er fühlte sich von allen verraten. Vor allem von Paul Selinski.
Ja, hallo Franziska, ich bin's. Sag mal, du hattest doch die Krankenakte von Paul Selinski. Ja, die von seinem Hausarzt. Bis später. Die Klingel abgestellt. Ich brauchte ein bisschen Ruhe. Eva, ich habe Paul nicht umgebracht. Willst du einen Tee? Nee. Mann, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich habe einen Kommissar angerufen und ihm gesagt, dass ich es nicht gewesen bin. Aber der ahnt, dass ich für Paul im Knast war, dass er mir Geld dafür gegeben hat. Und jetzt denkt er, dass wir uns um die Kohle gestritten haben und dass das alles eskaliert ist und ich und... Können wir zusammen zur Polizei gehen, bitte? Es kommt doch eh alles raus. Eva, ich habe immer fair gespielt. Ich habe mich an alles gehalten. Du musst ihnen das sagen. Bitte, ich gehe nicht noch mal unschuldig in den Knast. Ich habe mir die Akte von Franka Thiel noch mal genau angesehen. Sie hat damals ausgesagt, sie hätte den Krankenwagen gerufen. Nach der Auseinandersetzung mit Belkos Sohn. Das war am Nachmittag vom 4. August. Und am 5. August hebt der Selinski 50.000 Euro ab. Einen Tag, nachdem der Sohn von Thomas Belko gestorben ist. Katil hat mir am Telefon gesagt, dass sie glaubt, dass noch jemand bei Paul Selinski war. Ich denke, sie sagt die Wahrheit. Ich schaue mich im Garten um. Hallo, Frau Selinski. Hallo, Herr Voss. Ich würde gern mit Ihnen über den Tod von Max Wegner sprechen. Aha. Wofür haben Sie 50.000 Euro abgehoben? Damals, vor 3 Jahren. Das waren doch Sie. Das war nicht Ihr Mann. Frau Selinski, hören Sie endlich auf, Ihren Mann schützen zu wollen. Sie haben Franka Thiel das Geld gegeben, damit sie den Mord an Max Wegner auf sich nimmt. So viel steht fest. Es war eigentlich alles so banal. Belkos Sohn war sauer auf Paul, weil er ihn mal wieder für irgendwas zusammengefaltet hatte. Ich wollte noch eingreifen, aber es war zu spät. Franka kam dazu. Und da entstand ihr Plan, der Polizei ein perfektes Szenario zu bieten. Inklusive Täterin. Sag mal, bleib hier, Mann! Ich mach doch nichts! Lassen Sie die Frau los! Hinsetzen! Und dafür war Franka Thiel bestens geeignet. Sie hatte keine Perspektive und sie brauchte das Geld. Also hat sie mitgespielt. Ich wollte nichts machen. Aufstehen, raus! Können Sie laufen? Und jetzt nach dem Tod Ihres Mannes, da dachten Sie, warum soll das Ganze nicht nochmal funktionieren? Mit Franka als Sündenbock. Nur hat die diesmal nicht mitgespielt. Sie wollte nicht nochmal in den Knast. Frau Selinski, wo ist Franka Thiel? Keine Ahnung, woher soll ich das wissen? Kommen Sie. Damals haben Sie Ihren Mann schützen wollen.
Wen decken Sie diesmal? Ihren Sohn? Nein, Jannik hat damit nichts zu tun. Ich habe die beiden gestern im Büro erwischt und dachte, jetzt geht die Affäre wieder von vorne los. Du weißt das. Das konnte ich nicht noch mal aushalten. Seine Lügen, seine Gewalt, das kann ich nicht mehr. Sie lügen schon wieder. Mama, hör auf. Jannik, nein! Ich bin zu meinem Vater, um ihm zu sagen, dass ich den Job schmeiß. Jannik, nicht! Als ich im Büro angekommen bin, da musste ich mich übergeben. In der Zwischenzeit müssen Sie gekommen sein. Ich habe das ganze Gespräch gehört, dass Franka für Papa in den Knast gegangen ist. Wie verabredet du, jetzt gehst du besser. Du sollst dich verpissen, habe ich gesagt! Scheißzeit! Und ich gehe zu den Bullen. So ein Heuchler. Der redet die ganze Zeit davon, dass ich die Verantwortung übernehmen muss und selber hat er nicht den Arsch in der Hose. Was willst du denn jetzt hier? Geh mir aus den Augen! Stimmt das, was sie gesagt hat? Und dann hat er wieder zugeschlagen. Die war im Knast für dich, ne? Wie so oft. Und mir erzählst du, wie wichtig das ist, Verantwortung zu übernehmen? Sei nicht so frech, mein Freund. Papa, du bist so erbärmlich, wirklich. Ich wollte meinen Vater nicht töten. Das war ein Unfall! Sie haben ihn mit dem Fahrradakku geschlagen. Nein, ich wollte mich verteidigen. Das Ding war nur sauschwer. Und dann ist er rücklings auf die Tischkante gefallen. Es tut mir leid, Mom. Der Kollege da vorne, der schaut sich das noch mal an. Gut. Fahren Sie zu Ihrem Sohn und ruhen Sie sich aus. Und dann kommen Sie aufs Präsidium und machen Ihre Aussage, okay? Ja. Danke, Herr Voss. Gerne. Ja, nehmen Sie Platz. Was ist passiert? Die Herren kümmern sich um Sie. Da prügelt der Vater ständig auf den Sohn ein. Wenn er sich einmal wehrt, ist er tot. Dumm gelaufen. Ja. Man kann nichts in Kinder hineinprügeln. Aber vieles herausstreicheln. Oh. Ist das von dir? Astrid Lindgren. Zwei, drei, noch viel.